Hallo Leute, hier ist Schutzmann. Ja, der Reini war unterwegs in seiner absoluten OP-Lenin. Es ist auch irgendwie ein Schlachtschiff, was sehr unangenehm ist, wenn du es als Gegner hast. Ja, aber Lot hier, also wollen wir mal sehen. U-Boot Z46, Ragnar auch sehr unangenehmer Zeitgeselle. Buffalo, Azuma, Des Moines, Montana, Kurfürst und Schlieffen. Das ist also Amagi, Marco Polo. Also Schlieffen, Marco Polo, Montana, Amagi, das sind wirklich unangenehme Schlachtschiffe. Ja, auch Rainer hat hier die Festtagstarnung drauf oder so. Ja, Lenin, was soll man über die Lenin erzählen? Das ist ja einfach nur ein Biest hier, ne? 13.100 Schaden. Auf Stufe 8 ist das schon wirklich ganz schön kräftig. 406 mm. Geschütze. HE hast du 41% Brandwahrscheinlichkeit. Ja. 68 mm Pen, das ist sehr stark. Der Luftschlag ist auch gut auf 10 Kilometer. Es gibt ja hier Premium-Schlachtschiffe, die haben, ich glaube, 5 oder 6 Kilometer. Du hast die Schnellreparatur, 5 Aufladungen. Du hast eine normale Heilung. Ja, und du hast einen Jäger mit. Nee, so weit schießen wir gar nicht mit. 18,4, das ist gar nicht so doll. Die HP von 63.200, das ist sehr gut auf Stufe 8. Da gibt es wenige Schlachtschiffe, die da mithalten können. Also wirklich wenige. Ja, der A-Cap ist natürlich irgendwie für Reini prädestiniert. Du kannst da halt schön wegtanken vorne an der Stelle. Ich würde aber nicht reinfahren mit der Nase in den Cap, sondern da es ja ein Schlachtschiff ist und du immer ein bisschen mobil bleiben solltest oder flexibel sein solltest, mobil ist nicht das richtige Wort in dieser Situation, flexibel sein solltest, natürlich erstmal gucken, was vor einem aufgeht und dann erstmal gucken im Laufe der Zeit, was rechts von dir aufgeht auf dem B-Hunter Commander. Kommt schon der erste Zehner. Da wollen wir mal gucken. Die horizontale Streuung von russischen Schlachtschiffen ist ja eigentlich traditionell recht gut. Oh, da kommt schon die Ragnar. Eieiei. Die hat zwar keine Torpedos, aber mit ihren schnell schießenden 152er kann die wirklich unangenehm sein. Falls ihr gegen eine Ragnar mal kämpfen müsst, wenn die mal breit steht zu euch, ruhig AP rein, weil die Panzerung hat. Und dann ist die auch ruckzuck weg. Auch wenn ihr mit DDs im Nahkampf seid oder so, dann schießt nicht mit HE, sondern mit AP in die Seite. Dann ist die Ragnar ruckzuck weg. Oh, U-Boot ist da auch noch. Die U-190, die fahre ich sehr gerne. Die macht Spaß. Wir brennen schon mal, haben schon. Ah, guck mal, da geht's nämlich los. Irgendwas schießt von da drüben. Montana kommt, Kurfürst hier, Schlieffen. Also schon mal drei 10er Schlachtschiffe hier am A-Cap. Läuft ja. Fängt ja gut an. Fängt ja gut an. Mal gucken. Okay, also als erstes, also Stück für Stück. Als erstes erstmal die Schlieffen raus. Was schießt denn? Ist das der Kreuzer, der dich die ganze Zeit beschießt da hinten? Azuma, ja doch, Azuma kann so weit schießen. Ganz locker sogar. Bist noch auf. Montana steht da recht gut. Oh, du bist aber hart angewinkelt. Mal gucken. Oh, ja gut, das war ein hartes Geschenk jetzt, ne? Die Schlieffen kommt auch immer dichter. 5000 auf die Montana und die Azuma hat irgendwie Lust auf dich. Gehst du jetzt auch gleich mal zu? Ich glaube, wenn du hier hinter bist, ja. Marco Polo hat Betty Boops rausgenommen. Betty Boo kenne ich ja. Aber Betty Boops, nee. Oh ja, sehr schön. Kommst noch ordentlich rüber da. Der Kurfürst haut ab. Oh, das war schon mal eine 8er oder fast 9000er Schelle auf die Schlieffen. Die Schlieffen-Sack fängt an zu schießen auf dich. Oh, seh bloß zu, dass du da wegkommst, Reini.
hat sich natürlich sehr fokussiert. Ich hatte so wie die Atago. Normalerweise müsstest du jetzt langsam auf die Position vom U-Boot fahren, Reini. Dann kannst du da nämlich schön echt Kreuzfeuer aufdrücken. Winkelst du dich schön an, dass dich da nicht so viel trifft. Und dann geht das los. Degedorf steht dort hinten noch. Ja, das Team hinter Reini verhält sich wirklich defensiv. In dieser Situation, Reini, wäre ich jetzt zumindest da auf die Öffnung gefahren. Beim Cap. Oh, U-Boot-Schlag, Reini. Reini, nicht träumen, U-Boot-Schlag. Sehr schön. Wollen wir mal gucken. Kurfürst hat unser Sturdy rausgenommen. Na gut, wir haben den Cap. Ja, das war. Und zack. Erster Kill. Noch gar nicht mal so viel Schaden bis jetzt. 35.000, aber man ist hier auch wirklich in einer schlechten Situation. Wie gesagt, du müsstest jetzt ein Stück vorfahren. Und die Lücke nutzen bei. Ja, bei E oder F 3-4. Weil die müssen sich jetzt ja alle anwinkeln zu deinem Tross, der sich da unten versteckt. Dann könntest du richtig schön Kellen verteilen da, wenn du dich anwinkelst. Gut, unser Daring verhält sich ein bisschen defensiv. Hydro. Das Moin. Oh, 7 Abpraller. Das war ja gemein. Oh, meine Desmo muss aufpassen. Aber Desmo macht Fehler. Schießt auf seine Türme. Ja, lass ihn. Der fährt da rein. Ja, das wäre jetzt perfekt für dich. Jetzt müsstest du. Oh, Desmo hat sich festgefahren, also mal nochmal bestrafen hier. Das sieht ganz gut aus. Ja, hat Azuma einen Fehler gemacht. Oh, die. Ach, na toll, Streuung sein Großvater. Das sollte einfach nicht sein, das ist aber mal schön. Du zielst und die komplette Salve geht es nicht. Was macht also das ist hier Lexi. Ja, also den musst du mir nochmal erklären. Das war ja eine ganz wilde Idee hier, Lexi. Also der das neue Spieler, geil. Der hat auch. Oh, yeah. Er hat sogar noch einen rausgenommen, die Seattle. Also, das ist aber auch frech. Eieiei, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Mal gucken. Die Azuma müsste jetzt mal langsam bestraft werden. Wir sind bei 1,3 Millionen potenziellen Schaden. Bei fast 64.000 Schaden. Wir sind absolut im Schussnachteil. Aber wir sind wahrscheinlich gleich wieder in den. Im Cap-Vorteil, im Punktevorteil sind wir noch, obwohl der Gegner drüben wirklich alles aufgeraucht hat. Azuma sieht aus, oh ja, das sieht hart nach einem Fehler aus, Azuma. Das war hart ein Fehler. Das sieht bestimmt nicht sehr gut aus für dich. Ja, da ist nochmal glimpflich weggekommen. Eine Salve ist aber noch unterwegs. Die HE von der Lenin ist auch sehr gut. Gut, okay, das wollte die Azuma nicht, dass er nochmal mit dem einen Turm getroffen wird, aber naja. Drüben, was ist da drüben? Beim anderen ist die Marco Polo. Wir sind natürlich auch hier, aber das Gegnerteam verhält sich auch wirklich sehr passiv. Ist natürlich auch völlig nachvollziehbar, dass jetzt das arme kleine Achter. Oder gut, das ist ja ein 8,5er Premium-Schiff. So, oh, steht Breitseite. Jetzt kriegt er nochmal AP rein. Das tut bestimmt richtig weh bei dem Ding. Nicht getroffen, natürlich nicht. Oh. Ah,
ja, die nervige Ragnar. Aber hat keine Torpedos. Letzte Heilung rein. Muss mal sehen, ob Kuznetsov drauf ist. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Auf die Farm oder so. Buffalo, Marco Polikum. Oh, das sieht ein bisschen besser aus. Ein Treffer. Ja, Wahnsinn. Ja, unsere Gang hinter Reini hier rafft sich auch langsam auf. Wollen wir mal gucken. Ragnar hat jetzt keinen Bock mehr zu schießen. Will aufgehen. Also ich will zugehen. Reini müsste eigentlich auch hier im Moment zugehen. Ja. Hat geschossen nochmal. Oha, kein Brand. Ja, Glück gehabt, Reini. Auf AP wechseln. Oswies Planet, das war auch wieder ein verrückter Name. Ja, also ein Treffer, ein Brand. Mal gucken, tickt er. Der tickt. Buffalo versteckt sich da hinten noch. Hier ist der Reichweitenflieger von der Azuma. Ja, jetzt mal die Frage, was du machst. Terrorist hat unser Yamato rausgenommen. Das ist Toxic Ready. Ist Castilla hat den Kurfürst rausgenommen. Schliefen hat die Yamato rausgenommen. Ist bis jetzt noch ein Hin und Her. Ich meine, wir führen noch Punkte technisch, aber dieser Vorsprung schrumpft und schrumpft. Irgendwas muss passieren jetzt. Daring macht Stress. Das ist gut, Reini, dass du zur B ranfährst. Vielleicht kriegst du ja die Dings rausgepusht. Ja, das Gegnerteam hat sich hauptsächlich in 1-2er-Reihe versammelt. Oh ja, das sieht natürlich erstmal... Marco Polo kommt. Da ist die Ragnar. Oh, das war noch mal fast. Ach, natürlich Blender, ja. Die Schliefen ist draußen. 2,2 Millionen potenziellen Schaden. Ja, die Ragnar muss weg. Der will rum um die Ecke dann, ne? Oh, das sieht sehr gut aus, die Salve. Nein, na gut, ich halte jetzt meine Klappe mit Salben. Marco Polo kommt. Oh, Conqueror hat die Buffalo. Aber es ist noch alles drin für das Gegnerteam, ne? So ist das nicht. So, ich will jetzt nicht sagen, dass die Salbe gut aussieht, also warten wir mal. Oh, das war ein bisschen zu doll geschossen. Gar nicht genau. Siehst du? So. Lieber nichts sagen. Aber mal gucken. Marco Polo kommt. Wir haben ja auch nicht mehr so viel Leben. 12.500 fast. Ja, der 9er. Marco Polo hat SAP. Muss man aufpassen. Wenn der in die Nase sitzt oder in die Aufbauten, dann kann das nochmal wirklich unangenehm werden. Ein bisschen mehr anwinkeln, Reini. Ja. Vier Abpraller, na gut, auf 6 Kilometer Entfernung. Das kann passieren, das kann passieren. Dieselbe sah aber auch nicht jetzt so schön aus. Muss nur aufpassen, dass sich die Ragnar, da fängt die nämlich schon wieder an. Da solltest du dich vielleicht zurückhalten, die macht nämlich ruckzuck Brände. schadenstechnisch, na gut. Jetzt ist das Gegnerteam relativ verstreut. Oh, der saß besser mit fast 9 von vorne. Ja, ja. Ich meine, Marco Polo ist sehr gut, was Tanken angeht, ne? Also die kann schon ganz gut was wegstecken. Ja, wollte ich sagen, versteck dich mal in der Insel, dann kommt der nicht so gut ran. Ja, Kuznetsov ist drauf. Wollen wir mal den Unterstützer? Ne, Reini hat bis jetzt noch nichts. Ein bisschen Branding machen. Die Reparaturen sind in Gange, nur 2 Treffer.
Das Verrückte ist ja, Reini hat ja irgendwie 8,6 und die Marco Polo, na gut, hatte eben gerade noch über 30.000. Und es sieht gerade im Nahkampf nicht so gut aus für die Marco Polo. Aber gut, Reini kriegt jetzt ja auch noch Hilfe von dem Conqueror. Oh ja. Conqueror hat nochmal richtig hart gelöscht. Oh, der bleibt hängen, ne? Ja, das sieht ganz schlimm aus. Ach, ein Turm kaputt geschossen, ja. Jetzt würde ich schon sagen, dass der Sieg schon so gut wie sicher ist. Ja gut, 114.000 Schaden, fast 2,8 Millionen getankt im 10er Gefecht mit der Lenin. Lenin ist einfach die Macht. Wenn du ein bisschen Verständnis hast für Schlachtschiffspielen und du sitzt in der Lenin, dann bist du einfach wirklich ein ernstzunehmender Gegner, selbst für 10er Schiffe. Egal, ob es nun Kreuzer sind oder andere Schlachtschiffe. Natürlich macht so eine 10er Schlachtschiffssalve richtig Aua an der Lenin, aber die Lenin hat halt auch 406 mm. Und ist von vorne eigentlich auch ganz gut tanky. Da kannst du wirklich unangenehme Überraschungen machen für den Gegner. So, jetzt, oh, so sehr schön, kommst du auch noch rüber hier. Ich weiß nicht, die Geschossgeschwindigkeit müsste ich nochmal schnell gucken, bevor das Spiel zu Ende ist. Steht das hier? Ne, steht leider nicht. Aber es sah jetzt nicht so mega schnell aus. 114.000. Ne, die Kugeln haben wohl nichts mehr getroffen. Hier ist noch eine Castilla und Montana war das, ne? Ja. Ja, Leute, habt ihr die Lenin? Also, Reini hat ganz klug gespielt. Er hätte vielleicht etwas früher hier am A-Cap rangemusst. Also, wie ich das eine Game mit der Atago gemacht hatte. Hätte er hier vielleicht einen Ticken früher ran und dann hier Kreuzfeuer aufbauen, dann wären unsere Jungs nicht so weit weggedrückt, sondern hätten vielleicht schneller angegriffen, aber ja, hätte Fahrradkette, hinterher ist man immer schlauer, wisst ihr ja. Es ging ganz gut, man konnte gut sehen, dass die Lenin ordentliches Tankpotenzial hat, die der Reload, gut, ist jetzt Adrenalinrausch, aber bist halt fast tot. Stock ist 30 Sekunden Ladezeit, das ist normal auf Stufe 8 für viele Schlachtschiffe. Aber wie gesagt, falls ihr die Lenin noch nicht habt und ihr habt die Möglichkeit, euch sie mal zu holen und ihr mögt Schlachtschiffe, das ist ein Schiff, was man echt gut empfehlen kann. Lenin, da macht man nichts verkehrt. Credits Einkommen werden wir gleich sehen, wenn die Castilla endlich tot ist. Mal gucken, ich kann vorspulen. Ah, okay. Ja, Dreadnought. Na, ja. 161.000 Schaden, fast 115.000 Schaden, 2 Kills. Jo, 2.300 Base XP. Und, sehr schön, fast so viel wie der 10er. Yamato hatte anscheinend Pech gehabt, kann man nichts machen. Ja, alles im allen eine solide Runde. Man hat schön getankt. Oh, 690.000 Damage. Damage sag ich schon, Credits. Naja, okay Leute. Dann lasse ich das damit bewalten und wünsche euch noch viel Spaß beim Spiel und lasst euch nicht ärgern. Mach's gut, ciao.